und meine Laterne mit mir. Dort oben leuchten die Sterne, hier unten leuchten wir. Hier unten leuchten wir, wirklich? Also das ist dieses Jahr ja ein eher schwieriges Unterfangen. Ziemlich einsam. St. Martin feiern, gerade in Corona-Zeiten, das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben und feiern einen Gottesdienst zu St. Martin, um gemeinsam Licht in die Dunkelheit zu bringen. Und die passende Geschichte dazu gibt es auch. Heute gibt es die Geschichte hier bei uns im Pfarrhof für und mit den Kindern unserer Kita. Morgen dann für alle auf YouTube. Eine Corona-Gefangenengeschichte von Martin. St. Martin feiern, dazu wünsche ich Gottes Segen. Möge sein Licht euch begleiten.